Grötzi, herzlichen Glückwunsch zum Auswärtssieg, aber es war noch ein hartes Stück Arbeit heute hier in Balingen. Es war ein sehr hartes Stück Arbeit. Wir konnten uns einfach nicht absetzen, wir waren nicht gut genug dann in der Abwehr. Ich glaube, in der ersten Halbzeit führen wir mit 6, haben eigentlich alles im Griff und dann kommt eine Riesenbruch bei uns ins Spiel. Balingen gewinnt, glaube ich, die letzten 7 Minuten der ersten Halbzeit mit 6:1. Und so ging es dann eigentlich gerade in der zweiten Halbzeit weiter. Wir haben zum Glück unsere Tore immer im Angriff gemacht, sodass Balingen es nicht einmal geschafft hat, in Führung zu gehen. Und deshalb war es ein hartes Stück Arbeit, aber ich denke am Ende dann verdient, wenn auch knapp verdient. Genau, in der Endphase kamen sie nochmal 10 Minuten vor Schuss auf ein Tor an, aber das ist dann auch eure Klasse und Routine, dass er das dann in so einer Endphase hier mit der Atmosphäre runterspielt. Ja, runterspielen würde ich es nicht nennen. Man braucht ja jeden Angriff eine gute Aktion und wichtig war dann, dass Kim Eck da nochmal von der Bank kam und dann noch für 2, 3 richtig wichtige Tore gesorgt hat und so konnten wir uns dann auch wieder ein bisschen absetzen zumindest. Am Mittwoch ist gleich hier nochmal Final Four, beziehungsweise Viertelfinale dann, der Gang zum Final Four. Ein paar Sätze dazu noch? Ja, ich glaube, es wird ähnlich heiß wie heute. Mal schauen, ob von den Verletzten von Balingen bis dahin noch ein paar zurückkehren. Die Jungen, die heute gespielt haben von Balingen, haben es richtig, richtig gut gemacht und darauf wird sich dann wieder einzustellen, wird sich gehen, so einzustellen. Ja, eigentlich. Also wir haben einen Preis bezahlt auf erste Halbzeit, wo wir haben viel zu viel leichte Tore erlaubt. Ich glaube, dass wir standen gut, also 6-6. Und dann zweite Halbzeit, wir haben wirklich sehr diszipliniert, sehr motiviert und engagiert gespielt. Beides, also Abwehr, Angriff. Und ich glaube, dass wir haben 28 Tore. Ich glaube, das ist vielleicht der Rekord von dieser Saison und ich glaube, dass jetzt wir wussten vor die zwei Spiele, also dass wir haben Chance, also zweimal gegen Rhein-Neckar-Löwen zu gewinnen in 5 Tagen, das ist vielleicht zu schwer, aber einmal, warum nicht? Und wir glauben dran und ich möchte das heutige Spiel besonders ein Lob geben zu Junge Falk. Also er trainiert mit uns oft und ich weiß, was er kann und er hat heute gezeigt, was er kann und er hat eine sehr gute Zukunft vor ihm, aber auch ein Lob zur ganzen Mannschaft. Also. Thomas Schmirgmeier ist bei mir. Zunächst mal Respekt und Glückwunsch zu einer richtig tollen Leistung hier gegen den deutschen Meister. Am Ende richtig schade, dass es nicht noch mal bis zum Ende eng blieb. Ja, also wir haben so als Mannschaft uns super präsentiert, haben halt viele kleine Sachen dann nicht so gut gemacht und deswegen haben wir das Spiel nicht so umgedreht, wo es, keine Ahnung, war 26, 25. Dann haben wir nur 2 Chancen, das Spiel zu drehen vielleicht. Und dann wäre das nochmal was anderes gewesen. Dann sind die Rhein-Neckar-Löwen wieder auf 3, 4 weggegangen und dann war das letztendlich das Spiel entschieden. Aber gut, wenn wir am Mittwoch so anknüpfen, da wo wir aufgehört haben, dann ich glaube, dass wir auch gewinnen können, natürlich. Also die Glaube muss immer da sein und ja, das ist das Wichtigste. Genau, am Mittwoch dann im Viertelfinale im Pokal, diese Leistung macht ja Mut, du hast es schon gesagt, klar. Auf jeden Fall, also wir müssen an uns glauben, dass wir in dieser Halle mit diesem Publikum und dieser Unterstützung jeder schlagen können. Das ist ja klar und wie gesagt, also wenn wir an der Leistung aus der zweiten Halbzeit anknüpfen können, dann werden wir auch Rhein-Neckar-Löwen hier schwer haben. Ich glaube, jetzt unmittelbar nach Spielende würde ich halt sagen, dass wir es super gemacht haben. Die Halle war da, die Stimmung war da, wir haben gekämpft. Aber dann in den entscheidenden Phasen sind die halt einfach immer ein bisschen schlauer als wir. Wir verwerfen dann, also vor allem auch ich, 2 Bälle weg, wo wir eigentlich aufs Unentschieden rankommen könnten. Wer weiß, wie das Spiel dann ausgeht, aber hätte wenn und aber. Die sind halt dann einfach abgezockt und wir müssen mit unserer Mannschaft, ja, wir haben nicht so auch viele Wechselmöglichkeiten. Und dann schlaucht das halt ganz schön am Schluss auch. Und dann sind Fehler halt einfach da, das ist halt so. Und trotzdem ärgert es uns, dass wir 2, 3 Fehler zu viel gemacht haben. Schade, dass es nicht bis zum Schluss noch eng geblieben ist. Aber die Leistung, da kann man ja, das macht ja Mut heute, der Auftritt. Ja, also einige haben eine sehr gute Leistung gebracht. Was uns hat gefehlt, war ein bisschen Torhüter der Leistung heute. Ich denke, wir haben 8 gehaltene Bälle und das ist einfach zu wenig. Also ich muss trotzdem die Mannschaft loben. Also wir kamen nicht so richtig rein in die Partie, haben viel probiert und dann zum Schluss haben die Jungs auf der zweiten Mannschaft so Löwen ein bisschen Probleme gemacht, weil sie hatten auch Körks dafür anzugreifen, haben Tore gemacht und fand ich ganz gut. Die waren natürlich große Unbekannte gegen die und dadurch sind wir wieder ins Spiel gekommen.
Beim Stand 25-26 bekommt Yannick Hausmann zweimal optimal Chance 1 gegen Torhüter, das Spiel unsinn zu gestalten. Verwirrt zweimal und danach war es schwierig. Aber insgesamt, der Auftritt macht doch Mut jetzt am Mittwoch für das Pokalspiel. Er hatte ja viele Verletzte, aber die Jugend haben sich auch gut eingebracht, finde ich. Der Falk zum Beispiel auch. Da können wir doch jetzt für Mittwoch, macht doch Mut. Ja, also wir werden weiterhin versuchen. Wenn alle einen super Tag haben, dann weiß man nie. Und wenn die Halle kocht, also man sollte auch, die Zuschauer sollten auch nicht zu viel Respekt für Rhein-Neckar Löwen haben. Es war viel, viel zur Ruhe heute Abend. Nicola Jakobsen, zunächst mal Glückwunsch zum Sieg hier in Balingen, aber es war ein hartes Stück Arbeit. Die haben nicht nachgelassen, die Balinger heute, oder? Nee, auf jeden Fall nicht. Aber das wissen wir, das glaube ich, wissen alle, die hier kommen. Also da muss man ein gutes Spiel abliefern, weil sonst kann das richtig schwer werden hier. Ja, aber 10 Minuten vor dem Ende waren die auf einen dran. Was war dann in der Endphase? Ist dann die individuelle Klasse, die Routine eines deutschen Meisters, die dann den Ausschlag gibt? Ja, das kann man sagen. Dann haben wir auch ein paar Bälle ins Tor gehalten. Dann gab es ein bisschen Sicherheit und dann ja, vorne clever gespielt und dann auch weggesogen, sodass es die letzten 5 Minuten nicht so knapp war. Was nehmen Sie mit jetzt von diesem Spiel für Mittwoch an gleicher Stelle? Da geht es um den Einzug ins Final Four nochmal, diese Partie. Ja, dass es sehr schwer wird, am Mittwoch auch. Und müssen wir nach Hause fahren und dann schauen wir uns den Video an und werden wir sehen, wo wir ein paar Tore finden können.